Ich begrüße euch recht herzlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute werden wir mal wieder ein bisschen was zeichnen. Mit Tusche kann man das machen oder auch mit Tinte, im Endeffekt das gleiche. Ich nehme heute einen Füller. Da wäre schwarze Tinte drin, weil ich eigentlich immer meistens mit schwarzer Tinte malen tue oder zeichnen tue. Habe auch noch blau da und rot. Aber schwarz ist eigentlich schon mein Favorit. Zu dieser Idee bin ich gekommen. Es war vor meiner Urlaubszeit. Ich war auf der Suche nach Blumenfassikats. Habe aber so jetzt nichts gefunden, was jetzt für meine Art der Kunst passen würde. Sagen wir es einmal so. Es gibt ja wunderschöne Sachen, aber ich würde einfach, ja, würde einfach ganz was anderes. Mir ist es dann auch wieder eingefallen, dass die Susanne von Bollenhut Art ja auch mal so Blümchen gemalt hat. Es ist so ähnlich. Ich kann euch auch mal das Video unten in der Infobox verlinken. Die sind auch ganz toll, die sind halt bunter. Ja? Also es ist auch wunderschön, sind die. Und kann man ja überall einsetzen. Also heute geht es darum, dass man so abstrakte Wildblumen mit Tinte, Kaffee und ein bisschen Aquarellfarbe und einer Buchseite macht. Diese Wildblumen, die haben dann so einen aquarell verlaufenen Effekt. Nichts Akkurates, sondern eher ein bisschen verspielter oder ja, nicht so in die Form gepresst. Also wenn ihr Lust habt, mit mir Blümchen zu malen, dürft ihr gerne mitschauen. Heute male ich die Blumen mit einem Lamy-Füller. Da ist eine schwarze Tinte drin, die ist immer drin bei mir. Das sind die langen. Das sind die da. Wer es nicht kennt, könnt ihr jede andere Farbe nehmen. Ihr habt bestimmt Füller zu Hause. Vielleicht mit Blau ist auch sehr schön. Könnt ihr verwenden. Müsst ihr jetzt nicht extra schwarze kaufen oder so. Ich habe es auch mit Tusche probiert. Das ist der gleiche Effekt. Also könnt ihr auch Tusche nehmen. Dann braucht man ja, ein bisschen Kaffee, Aquarellfarbe nach Wahl. Und eine alte Buchseite, die sollte aber saugfähig sein. Also ist eigentlich wie so eine Buchseite, ist eigentlich wie so Aquarellpapier. Also die ganz alten, die wo so raus sind, das hört man ja. Also diese glatten sind eher nicht so geeignet für diesen Effekt, was ich halt mache, sondern sollte schon so ein bisschen dicker, ist auch ganz gut, das sind stabiler. Ist von Vorteil. Der Effekt wird natürlich je nach Papier anders, gell? Ich habe bewusst das Papier so rumgenommen und habe die Pflanze nicht so rum aufgemalt. Das war eigentlich gar nicht geplant. Ich habe eigentlich bloß einmal probiert. So ist es eigentlich zustande gekommen auch. Ich habe einfach mal gezeichnet. Da fangen wir jetzt auch gleich an. Ihr könnt natürlich diese Blumen, also es gibt ja, wenn ihr es nicht aus dem Kopf machen mingt oder euch schwadernt, dann nehmt ihr eine Vorlage. Also ihr könnt einen Stempel nehmen als Vorlage, ihr könnt Blumenbücher nehmen als Vorlage oder im Internet Pflanzen, anschauen, ausdrucken, könnt ihr Zeitschriften reinschauen, es gibt ja überall Pflanzen. Also ich habe einige gemacht, die zeige ich euch dann auch. Eigentlich eine habe ich vom Stempel so ein bisschen mir. Der war dann da gelegen, den habe ich dann, kann ich euch sagen, den habe ich einfach so dort liegen gehabt, zufälligerweise. Und mir gedacht, ah okay, das ist eigentlich eine ganz schöne Pflanzen. Das sind schöne Pflanzen.
Und die wird aber nicht so, wie es da ist. Das ist nur ein Anhaltspunkt, gell? Aber da tut man sich vielleicht ein bisschen leichter, dass man einfach ein bisschen schaut, wo geht der Stiel, wo geht die Blüte. Kann man machen. Aber das sage ich euch gleich, nehmt euch einen Druck raus, dass das genauso wird, wie der Stempel ausschaut, wie genauso das, weil das wird es nicht. Also das ist annähernd, aber das wird nie genau das gleiche, weil eben dieser Aquarelleffekt jetzt dann dazukommt, das zeige ich euch, und dann verläuft das ganz schön und ja, und es wird nicht der Anspruch sein, dass das genauso ausschaut wie da. Ich meine, ihr könnt das machen, wenn ihr da lustig seid, aber meiner ist er jetzt nicht und mir ist es eher, macht es eher so frei, aber ich zeige euch das, dann wird es euch vielleicht ein bisschen leichter. Den Stift oder wenn ihr eine Tusche habt, diese Feder oder dieses Pinsel oder diesen Pinsel einmal mit einem Dünner, dass das alles ein bisschen so freier ist, abstrakter ist, nicht da vorne den Stift da so nehmen, kann man dann zwischendurch schon mal machen. Im nächsten, also im weiteren Schritt, aber am Anfang jetzt einfach mal so ein bisschen lockerer, gell? Also lockeres Handgelenk nehmen und ein bisschen den Füller schwingen. Also machen wir mal die, vielleicht das ist jetzt ein ganz kurzes Beispiel. Könnt ihr Gräser auch machen, aber jetzt nehmen wir mal die da. Also einfach beginnen da dann schon nochmal öfters drüber. Also das sind ein paar Schritte, aber ganz einfache. Also ich schaue da echt nicht, wie wo da jetzt der Stängel da geht oder nicht. Das ist jetzt nur so ein bisschen gritzi-gratzi eigentlich, kann man sagen. Und jetzt bringt es ja ganz gewiss auch so hier. Ja, also da kann man ja, wenn man einen Stempel hat, man kann da eben, lassen wir mal runterschauen, eben auch zum Stempel passend dann seine Blumen selber dazu zeichnen. Finde ich auch eigentlich eine gute Idee. Ein bisschen kleinere zwischendrin. Ja, es langt eigentlich schon. Es ist natürlich nicht das Gleiche, gell? Aber jetzt nehmen wir den einmal weg. Bloß ist jetzt nur so ein Vorschlag gewesen. Wenn ihr das so grob habt. Könnt ihr ja manche, könnt ihr dann, wenn ihr es so ein bisschen vorzeichnet habt, weiter vornehmen, aber das hat die Gefahr, dass das alles so genau wird und ich möchte es ja hier ein bisschen ungenauer. Dann, das war es eigentlich schon erst einmal. Dann nehme ich ganz normales Wasser und sprühe das an. Ich lege da bloß was unter, dass die Seiten einfach nass werden. Hier ein paar Mal drüber. Und dann sieht man schon, wie es die Farbe verläuft. Je nachdem, wie euer Wasser rauskommt, früher oder weniger, müsst ihr ein bisschen öfters drüber sprühen oder weniger oft. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber diese Tinte ist ja eigentlich schwarz, ist aber nicht schwarz, die ist so leicht dunkellila. Sehr schön, sieht man aber beim Schreiben nicht. Da meint man schon, dass es schwarz ist. Aber wenn es dann nass wird, hat es doch irgendwie andere Farbe. Jetzt gehe ich mit dem Gesso, gehe da die Blüten, tue da ein bisschen ausfüllen mit Weiß, vermischt sie, wird dann so ein bisschen lila, das ist sehr schön. Tue auch da gar nicht lang umeinander, ich kann auch die Blätter machen, da. Einfach ein bisschen mit Weiß rein. Das sind wirklich schnelle Zeichnungen, nichts mit lang überlegen. Dann nehme ich ein bisschen Aquarellfarbe, ein bisschen grüne und mache ein paar Stellen
farbig jetzt auch nicht da so ausmalen. Nein, nicht genau dazwischen rein, weil das schneidet man dann aus und dann sieht man dann die Zwischenräume noch ein bisschen besser, die Buchstaben, wie wenn man jetzt da alles so voll macht mit Farbe. Also eigentlich ist weniger mehr und da muss ich mich auch zügeln, weil ich eigentlich auch immer zu viel mache. Also es langt eigentlich schon. Ist auch so auch ganz schön, also in der Buchseite rein. Kann man jetzt ausschneiden. Gefällt mir ganz gut. Dann gehe ich nochmal mit einem weißen Gesso da rein. Und wenn es noch nicht ganz trocken ist, dann saugt es da eigentlich das Papier die Farbe schon auf. Ansonsten gehen wir nochmal ein bisschen mit Wasser drüber. Wenn es komplett trocken ist, dann ist das so plakativ. Gefällt jetzt mir nicht ganz so. Aber kann man auch ein paar Stellen so machen. Also man sieht schon, dass es noch ein bisschen saugt, dass es jetzt nicht direkt drauf liegt. Also da saugt es noch nicht. Und das ist eben das Schöne an so einem alten Papier. Dass das da so funktioniert. Da kann es den Stängel auch noch ein bisschen so füllen wir nochmal. Man kann dann nochmal drüber gehen mit Füller, dass man so feinere Linien noch ein bisschen besser sieht oder so. So. Man muss jetzt dann eben nicht so dann schaut das einfach ganz gut aus, finde ich. Kann man dazwischen rein so. Also ich gehe dann immer noch den Stempel noch einfach machen. Und jetzt auch nicht jedes Ding umfahren, so ganz korrekt, genau, weil dann schaut es wieder so super gemalt aus, finde ich. Also mir gefällt es so besser, jetzt gehe ich nochmal mit Wasser drüber. Also sieht man gleich. Das ist ganz toll, dass manche Stellen wieder extrem verlaufen, manche bleiben doch so, wie es die feinen Striche vom Füller sind. Also wenn es jetzt nochmal mit Wasser nochmal, dann verläuft es richtig. Kann man auch mal, aber mir gefällt es jetzt so, wie es so ist. Ich glaube, das lasse ich vielleicht mal da noch ein bisschen rein. Da kann man ja den Schuh da vorne nehmen, aber es geht ja bloß am Anfang darum, dass man da hinten. Diese muss man selber auch immer wieder, dass man den einfach lockerer in die Hand nimmt. Nur so Skizze eigentlich. Und die Pflanze muss ja nicht irgendwie eine bestimmte Pflanze sein. Es ist ja, es wächst so viel da draußen, man weiß auch nicht, wie es heißt. Also, ich glaube, ich darf es jetzt schon so lassen. Schöner, glaube ich, wird es fast immer, wenn man es Luft trocknen lässt, wie alles föhnen. Habe ich so den Eindruck. Jetzt lassen wir das einmal ein bisschen an der Luft trocknen. Ich zeige euch das jetzt einmal, was ich so noch gemacht habe. Das sind jetzt so Kartons, die habe ich einmal beim Eco-Dying dabei gehabt. Das sind so dickere, das sind eigentlich ganz schön geworden. Das liege ich jetzt nicht drunter, da sieht man es dann besser. Ich habe jetzt da einige gemacht. Die zeige ich euch jetzt. Könnt ihr ein bisschen euch inspirieren lassen. Ich werde mir die alle kopieren und dann wahrscheinlich Kopien verwenden, weil mir gefallen die echt ganz gut und manche ja, sind einfach Pflanzen dabei, die bringt man nicht mehr so hin oder beziehungsweise gleich zustande und darum werde ich mir da auch Kopien machen und die Kopien verwenden und die Originalen werde ich mal aufheben. Also das sind halt echt sehr schöne Effekte, sieht man jetzt da. Das ist so ähnlich, wie wir gerade gemacht haben. Da habe ich das jetzt
nur dort lassen und ich bin mit dieser Schere außen rumgegangen. Das ist eine Effilierschere, die habe ich schon öfters hergenommen, weil ich einfach keinen geraden Rand nicht mag. Und die haben wir gleich alle zurechtgeschnitten und habe verschiedene Pflanzen gezeichnet. Das ist eine ganz schöne. Das ist alles nur mit dieser Tinte, mit weißem Gesso und mit Kaffee und dieser ja, grünen Aquarellfarbe. Könnt ihr alles Mögliche machen. Das ist auch interessant. Das kann man ja als Collagenteil verwenden. Das war jetzt von einem Stempel, wo ich selber geschnitzt habe. Habe ich das ein bisschen abgemalt. So grob. Kann man auch machen. Das ist einfach ein schön. Mein Vosa-Tipaska. Das ist ein vierblättriges Kleeblatt. Und wenn ihr Kopien macht, dann davor, könnt ihr es ja immer noch anderweitig kolorieren, farbig. Also da hat man ja dann auch noch Möglichkeiten, dass man da in diesen hellen Bereichen ein bisschen Farben einbringt, wenn es so dezente Farben sind. Ja. Das ist wie so eine Hagebutte. Das ist auch ganz schön. Das gefällt mir auch ganz gut. Das ist auch ein sehr schönes. Da habe ich Rose probiert. Das ist ja ganz nett geworden. Ja, also da grenzenlose Möglichkeiten. Da habe ich dann eine Buchseite, auf einer französischen Buchseite, da die aufgemalt. Das ist auch ganz schön. Weil es ist doch so schön, weil das eben. Das ist jetzt schon eine alte Buchseite, da geht es hinten auch durch, gefällt mir auch gut. Weil das halt so verlafft. Die Farbe. Das ist halt nicht so akkurat. Und das gefällt mir halt sehr gut. Also so verschwommen. Ist so der Effekt. Dann kann ich ja mal Labels. Habe ich auch noch gemacht. Geht auch. Passt natürlich zu dieser Art auch gut dazu. Also ganz, ganz simpel. Die sind wirklich sehr, sehr schnell gemacht, die Labels. Und ja, man sieht halt da im Hintergrund eben die Schrift von dem Papier, von der Buchseite. Das ist echt ein schön. Jetzt zeige ich noch ein Beispiel. Das ist so. Ja, so eine Dame, da habe ich so Federn auf, da habe ich genäht. Das war von so einem Tee-Etikett, vom Teebeutel, dort ist, wisst ihr schon, das, was dort hängt, ein bisschen ein Stempel. Und da passt das auch sehr, sehr gut dazu, diese Blumen. Von der Farbe auch. Das immer so. Ja, da kann man eben die Labels dazu passend machen, wenn man möchte. Kleine, große. Passt da in einem Buch gut, auf der Journal-Seite. Das ist schon ein älteres Journal. Da ist jetzt auch viel dunkel Gold dabei. Also wenn man das jetzt da so drauf macht, würde, da wird es da gut reinpassen, aber dafür habe ich es jetzt nicht gemacht. Ist mir bloß wieder eingefallen, dass ich es noch habe. Also, wird das da müssen wir dann abschneiden, da kann man das eben dann aufmachen. Dann könnt ihr dahinter dann die Blumen noch reinmachen. Ja.
je nachdem. Gott, das wird da ein bisschen früh. Aber es passt halt einfach zusammen, gell? Also zu dem. Ist es sehr schön. Also die sind sehr anpassungsfähig. Diese Wildblumen. Dann schneiden wir jetzt das gleich mal aus. Ihr müsst das ja nicht ausschneiden, aber ich mache es gleich immer. Und da sieht man jetzt eben schon, dass das alles so verläuft. Das sind wunderschöne Farbtöne. Also ich kann es nicht anders sagen. Nach meinem Geschmack, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und dann kann man das gleich wieder so ausschneiden, wenn man möchte. Und das Schöne ist, wenn es dann ausgeschnitten sind, da im Rand, das ist halt, das war eben auch so ein Kriterium, wo ich auf der Suche nach diesen Fassikats war, weil die alle so einen weißen Rand haben. Gut, man kann einen einfärben, aber da habe ich halt eine Buchseite dahinter und habe halt schon eine Schrift. Das ist halt wieder ganz was anderes, wie nur so weißen Rand. So. Das war auch noch so ein Gedanke dabei, dass ich das so gemacht habe. Also es hat ja immer alles einen Grund, warum man was macht, gell? Wenn man weniger umeinander kleckst, dann schaut es so aus. Es ist ja ganz toll, gell? Was du da so unscheinbar da hinten durchschaut. Also wenn ihr ein dünneres habt, es funktioniert schon auch. Aber an der dicken ist jetzt gar nicht so relevant, gell? Man kann es auch so kombinieren. Das ist doch schön, oder? Kann man es noch einfärben außen am Rand. Die Labels habe ich mit Vintage-Foto gemacht. Ja, Seite ist fertig. So im Hintergrund nur. Also herrlich. Und wenn ihr verschiedene Tintenfarben habt, kann man es ja anpassen, wenn man möchte, gell? Und ich finde es eigentlich ganz witzig, weil die Schrift hochkant ist. Aber ihr könnt es natürlich so rum auch machen. Bei der ist jetzt nicht so viel verlaufen. Da wird eh mal jede anders, wenn man es dann oder wenn es nicht so passend ist und man länger umeinander und immer wieder Farb drüber tut, dann wird es eher so wie so. Ja, da sieht man schon, das ist schon sehr, sehr schön. Und das ist halt schon ja, ein bisschen anders. Und das ist auch schön. Also da habt ihr, wäre jetzt anders. Könnt ihr euch austoben. Mit wenig Aufwand schöne Sachen machen. Das sind jetzt echt Wildblumen, wild gezeichnet. Da könnt ihr allerhand anstellen damit. Für verschiedenste Sachen wieder. Die passen sich eben ganz gut auch in Projekten. Also da hat man jetzt auch nicht farblich das Problem, weil man kann ja eben mit der Farbe noch zusätzlich drauf gehen, passen, wie man es braucht. Oder ihr nehmt gleich eure Lieblingsfarbe, könnt ihr mal jetzt mit. Probiert das aus, es ist einfach, es geht schnell, ihr braucht nicht viel Sachen. Die haben wir eigentlich im Normalfall und es macht wirklich Spaß und sie sind so schön, sind die. Die machen wirklich Freude. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr mit dabei seid und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!